Chicken Strip Spicy. Das ist ein schöner Anfang für die Kennt Folge. ihr Chicken Strips, Mann. Ja, das? Hast du willkommen. den Countryman? Damit willkommen zurück zur. Wenn dann der Fahrer hier vorfährt, fängt dann an, das Chicken zu strippen. Den Country als. Nee, den habe ich glaube ich nicht als Gelände. Nee. Du meinst den Mini, ne? Nee, den habe ich nicht als Gelände. Ja. Nee. Warte Der mal. hört sich geil an. Hast du den komplett aufgemöbelt? Aber ich habe den. Den habe ich aber Den habe ich auf 749, habe ich den. Oh, wie Den süß. normalen Den Mini. normalen Mini habe ich Oh, jetzt. warte mal. Warte, 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 warte. Oh, süß. Oh, süß. Hui. Ja, sehr schön. Ja, damit willkommen zurück zur Boxenstopp, einer weiteren Folge. Wir ja, sind immer noch live im Stream. Ihr seht es hier unten immer noch Chatleiste, immer noch die Hackfresse, mal erste Mal bei Boxenstopp live auch zu sehen. Bin ich froh, dass ich nicht zu sehen bin. So, wir fahren wieder zum Wegpunkt und quatschen über Gott und die Welt. Was wollte ich denn gesagt? Was hatten wir denn? Ach so, genau. Ihr könnt uns auch mal Fragen stellen. Genau, die Stream-Zuschauer sollen uns mal einfach ausquetschen. Genau, ihr könnt uns mal Fragen stellen. Es kann auch über den Stream zum Beispiel sein, über YouTube oder so, oder keine Ahnung, irgendwas, was ihr schon immer mal wissen wolltet über uns. Fragt uns einfach. Und das ist kein Wahrheit oder Pflicht. Genau, es ist kein Wahrheit oder Pflicht. Also wir spielen hier keine Wahrheit oder Pflicht, ne? Das So. streamen wir das nächste Mal. Wow, ach du Sch Wo kommt der? Boah, wie wir Moment, abgegangen sind. Das muss ich mir jetzt im Stream nochmal angucken, Das Moment. ist alter Ich vor dir, Schwede. ich zieh rüber. Und da kommt er auf einmal gleich. Und bam. Wie krass das aussah jetzt gerade, ey, mit diesem Unfall, wie ich da weggeflogen bin. Das ist heavy. Hui. So. Ja, jeden Freitag, jeden Samstag, 20 Uhr, Let's Play Live Show. So, Dishonored spielen wir nächstes Wochenende weiter, um 20 Uhr, nächsten Freitag. Und, ja, gleich um Und 22 Uhr nächsten geht's. Samstag überrede ich Flexi noch für Destiny. Genau, Samstag spielen wir dann wahrscheinlich Destiny mal ein bisschen wieder. Und 22 Uhr heute gibt es wieder Soma. Ich denke mal, nächstes Wochenende wird es auch noch Soma geben, weil ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden, heute Abend Ja, mal gucken, ob du heute überhaupt weiterkommst. Du bist ja gestern 20 Minuten im Kreis gerannt. Stimmt, das kommt auch noch. Aber ich habe einen netten Tipp bekommen von einem Zuschauer. Der hatte mich gestern noch angeschrieben. Der hat mir noch eine Sprachnachricht geschickt. Die muss ich mir gleich nochmal anhören. Der sagte mir irgendwie, dass in einem Raum, wo ich den Stuhl weggeworfen hatte. Jetzt fragt mich mal einer, welcher Ja. Raum das war. Ich werde diesen Raum nie wiederfinden. Dass da wohl irgendwas gewesen ist am Computer. Da sollte ich an den Computer dran. Da sollte ich mich mal Ja. umsehen. Das finde ich echt super. Echt lieb. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Den werde ich nachher mal schauen. Wo bist denn du? Bin ich zu schnell? Hi Seppel, ich grüße dich. Ja, dein Mini ist ein bisschen aufgepimpter wie meiner. Achso, Den habe ich nämlich weitergelevelt. Fahre ich ein bisschen Halbgas. Willkommen zur Let's Play Live Show, Seppel. Heute live Boxenstopp. Ihr könnt Themen vorschlagen, beziehungsweise uns mal ausquetschen, was ihr schon immer wissen wolltet über uns. Jetzt kommt gleich die erste Frage, kommt jetzt gleich. Bist du schwul? Und was ist die Antwort? Was ist die Antwort? Ja. Ein bisschen Bi schadet nie. Ja, ein bisschen Bi schadet nie. So. Hat da jemand Besuch? Sascha, hast du Besuch? Nein. Ah, Sascha? Chris? Wer ist Also. Sascha? Keine Ahnung. Hui. Ja, wer ist Sascha? Ja. Verstehe ich nicht. Kenne ich nicht. Moment. Wo ist er denn? Wo bist du denn? La 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 la. Das ist aber echt schwer, ja, mit den Gamertags und mit den echten Namen. Ja, das ist echt schwer. Ich weiß. Ich weiß. Banane hat auch so seine Probleme mit. Aber der kriegt es mittlerweile so ein bisschen hin. Bist du schwul? Ja. Sind wir alle? sind wir alle. Wir sind alle zusammen. Bildet ein Kreis. Prost zusammen. Deswegen habe ich so immer, deswegen strippe ich immer so gern. Entschuldigung. Der Letzte in einer Kette sagt immer, bildet Hallo, einen Kreis. hallo. Was wollte ich? Irgendwas wollte ich gerade gesagt haben. Was war das denn nochmal? Achso, mit den Gamertags? Ja, das ist echt schwer. Das stimmt. Aber irgendwas anderes wollte ich noch Ja, gesagt das. haben. Jetzt hat mich das mit dem Schwul hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht. Aber egal. Ihr könnt ruhig. Ihr könnt uns ruhig weiterfragen.
Wie gesagt, quetscht uns ruhig, ruhig heute mal aus, was ihr schon immer wissen wolltet. Was ist ein Kreis? Etwas, was ich schon immer von dir wissen wollte, ist, zupfst du dir eigentlich die Augenbrauen? Ja, also wenn ich schwul ist, muss ich es ja machen. Ja, ja, mit dem Damenepilierer. Ein bisschen spaßlos sein. Kommen wir erstmal zu der Frage von Lexchen. Was ist ein Kreis? Das ist eine gute Frage, ne? Was ist ein Kreis? Ich kann nicht sagen, was ein Kreis ist. Ja, was? Es ist auf jeden Fall nicht viereckig. P mal Pi geteilt durch 4. Was ist ein... Ja, Kreis ist rund. Es ist nicht viereckig, also das stimmt. Das ist schon mal kein Kreis. Ne, Erdnuss ist kein Kreis. Fahren Donut, zeigt's ihr. Ja. Man kann auch im Kreis fahren. Das wird dann so aussehen. Hui. Weißt du noch mit den kleinen Flammen? Ja, da habe ich jetzt auch so gerade dran gedacht. Wo wir beide fast gekotzt haben. Das müssen wir auch noch machen. Wir haben, Flexi und ich haben so ein kleines Hobby, wir spielen gerne Landwirtschaftssimulator. Ja. Das ist wirklich so unser, wenn wir auf Flix Bock haben. Und so richtig, genau, und so richtig entspannen vor allen Dingen möchten. Ja, und dann galt man noch meistens zusammen und da sieht man den lieben Flex in seinem Stuhl zurückgelehnt, die Beine hochgelegt und grinst über beide Backen. Ja. Wenn Flexi im Trecker sitzt, dann ist er glücklich. Schenkt dem Flex einen Trecker. Dann ist er glücklich. Wer braucht schon, wer will schon im Lotto gewinnen? Ich will nur einen Trecker. Ja, ich weiß, sie sind schweineteuer. Ist doch wie das Bild, was Hähnchen geschickt hat. Jungs haben Autos. Genau. Männer haben Maschinen. Ja. So, aber apropos kommt, Nietzsche, es gibt doch, aber mal so ganz ehrlich, mal so, ihr habt doch bestimmt Fragen, die ihr, oder ihr habt doch bestimmt schon Dinge, die ihr von uns mal wissen möchtet, oder? Du kürzt ab, du Ferkel, du kürzt ab. Das habe ich gesehen. Ich habe mich gekürzt, ich bin gerutscht. Aber liebe Zuschauer, ihr dürft wirklich alles fragen. Also heute ist mal echt eine offene Fragerunde. Ihr könnt heute mal wirklich uns mal ausfragen hier bei Box und Stop. Wahrheit oder Pflicht? Nein, Wahrheit oder Pflicht nicht, nein. Ihr dürft auch ernste Sachen fragen. Genau, ernste Sachen. Wie war das? Genau, ernste Sachen dürft ihr auch gerne fragen. Tschüss, mach's gut. Nur nichts Perverses. Genau, nichts Perverses. Wir haben auch noch keine 22 Uhr. Aber leider geht der Box und Stop nur bis 22 Uhr. Ich fand zwar die Uhr vor Stream, aber... Das wird's da auch nicht. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wer als erstes hier eine ernste Frage reinschreibt. Wenn überhaupt. Also ich auch. Wo bist du denn? Ich kann dich gar nicht sehen. Ach, da. Ich komme mit dem Mini nicht klar, da bricht mir vor allem ständig das Heck aus. Echt? Geht eigentlich. Der ist echt flott unterwegs am Gelände. Ui. Ich fahre teilweise auf zwei Reifen, weil das so ausfliegt. Ich weiß, ich sehe es. Mich würde mal brennend interessieren, was ihr beruflich macht. Konsumer weiß ich ja schon. Was? Was? Ja, wer möchte denn anfangen? Ja. Konsumer, du, von dir weiß man schon. Ja. So, dann fang mal an, ja. René. Ich arbeite im Feinmetallbereich. Sprich, Feinbleche, Drähte, Drahtzieherei. Hört sich ein bisschen kriminell an, nein, ist aber nicht. Löt- und Schweißarbeiten. Wir stellen Widerstandskühler her. Die werden für Großindustrie gebraucht, Thermoelemente, explosionsgeschützte Messgeräte und solche Sachen halt. Also Konstruktionstechnik, Elektrotechnik. Mhm. Und du, Flexi? War's schon. Ja. Ich darf nicht zu viel verraten, sonst haut mir mein Chef wieder auf die Finger. Ja. Wovor fange ich an? Ich sag mal so, ich habe mein... Ich glaube,
Also, dass ich in der Sicherheitsfirma gearbeitet hatte, das wusstet ihr, das wusstet ihr ja. Und das war ja nicht so toll, das war kein super Job, hat mir auch nicht gefallen. Und dann hatte ich durch einen Bekannten von mir, der hat eine eigene Firma, bin ich bei ihm reingerutscht quasi und hab dort Steinteppich verlegt. So Steinteppichtreppen, Böden, Terrassen und sowas gemacht. Das sind so kleine Marmorsteine, ja, und die werden dann komplett verlegt. Das ist quasi eine so eine ganze Masse. Ja, aber zurzeit haben sich die Wege so ein bisschen getrennt. Und leider ist der Flex, ja, wie nennt man's? Wie nennt man's heute? Leider arbeitslos. Aber nichtsdestotrotz ist der Flex trotzdem auf Arbeitssuche. Ne? Ich bemühe mich ja. So ist es ja nicht. Möchte ja nicht Vaterstadt auf der Tasche liegen. Ne? Und da bin ich ganz ehrlich. Es sind ja ernste Themen, ernste Fragen, ihr wolltet wissen. Ne? Und wir antworten ja auch ehrlich. Ja, genau wie mir. Ja. Wenn ich dann gesund bin, dann versuchen neue Ausbildungen zu machen zum Lagerlogistiker und dann mal jawohl gucken, wie das weitergeht. Palettenschützer. Ach, du findest schon was. Ich denke schon. Ich glaube auch. Und deswegen ist es auch bei mir so halt, wie gesagt, mit dem Geldlichen gesehen, bin ich ja ganz ehrlich auch hier, wie gesagt, mit Spiele und so. Ich würde sehr gerne Nathan Drake Collection mir holen. Ich würde mir sehr, sehr gerne irgendwie einen Fallout holen oder so, aber das ist momentan leider gerade nicht so alles drin. Na? Das muss alles ein bisschen warten. Ne? Flexi? Ja? Eins von den beiden werde ich dir für den Stream sponsern. Jawoll! Hey. Die LPLS-Crew hält zusammen. Vielen Dank. Du kriegst von mir Fallout 4. Jawoll! Geil! Dankeschön. Ich arbeite im Altersheim in der Küche. Das ist auch. Das könnt ihr mir vorstellen, das ist auch eine anstrengende Arbeit, oder? So im Altersheim in der Küche arbeiten? Oder? Das ist doch bestimmt auch sehr, sehr anstrengend, oder? Also ich weiß, wo meine Freundin arbeitet im Altersheim. Das ist auch sehr, sehr anstrengend. So, ich weiß, wo wir jetzt mal hinfahren. Da habe ich jetzt mal Lust drauf, dass wir mal da hinfahren. Ich mache mal einen Wegpunkt. So, warte mal, Wegpunkt setzen. Ding! So, das funktioniert. Ja, das ist noch eine schöne Strecke. Die nehmen wir noch mit. Mhm. Altersheim ist hart. Das ist nett, schreibt Lexchen. Ist anstrengend, macht aber auch Spaß. Das ist die Hauptsache. Hauptsache ist, dass es, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß macht. Das ist ja am Job sehr, sehr wichtig. Und das hatte bei mir damals mit meinem Job hier diese Sicherheitsfirma überhaupt nicht. Das war überhaupt kein Spaß mehr. Es war nur noch pure Prügelei. Sicherheitsfirma ist auch ein sehr gefährlicher Job, muss ich sagen. So. Vor allem auch diese Ausnutzerei in Firmen, aber das gibt ja nicht nur da, sondern gibt es auch in vielen anderen Firmen, aber das war einfach. Ich möchte doch den Firmennamen nicht nennen, also das wäre auch zu. Nicht so schön. Fragt uns ruhig noch weitere Sachen. Was ihr wissen möchtet. Was? Nee. Hui. Ich arbeite gerne in dem Beruf. War schon wieder abgekürzt. Ich fahre einen Geländewagen, ich darf das. Da wird der Flexi sauer, Ich bin nicht sauer. Oh ja, wer sagt denn sowas? Im Altersheim arbeiten, das ist hart. Ey! Hallo? War ich da? Ich arbeite gerne in dem Beruf. Ja, das ist doch super, Klein Kaspar. Das ist doch cool. Ich sitze in der Finanz- und Personalbuchhaltung. Schwerpunkt aber Personal. Okay. Personal, also quasi Personalabteilung. Ich muss aber ehrlich zugeben, wenn ich manchmal höre, was die anderen so arbeiten, wäre ich manchmal neidisch. Ja. Weißt du, wenn ich daran denke, ich klebe jetzt 2 Jahre unserem Meister an der Backe, muss von denen alles lernen, was der kann, was der in seinen 45 Jahren Berufserfahrung an Tricks und gelernt hat. In 2 Jahren geht der in Rente. Warte mal, ist das der Hardstyle, der so also dumpf im Hintergrund die ganze Zeit? Ja. Ja. Boah, ist das eine geile Aussicht. Alter Schwede. Ui. Mhm.
Ja, willkommen zur Let's Play Live Show an alle neuen Zuschauer jeden Freitag und Samstag 20 Uhr. Heute Boxenstopp Live, das Format von YouTube. Ihr dürft uns heute Fragen stellen, dürft uns heute ausquetschen. Fragt, was euch brennend interessiert. Ihr habt noch 27 Minuten die Chance dazu. Genau. Fragt, was ihr schon immer fragen wolltet. Und die Zuschauer haben Angst, dass wir böse auf sie sind. Nein, um Gottes Willen, nein. Ihr könnt auch ernste Wenn Themen wir fragen. Wenn wir was nicht beantworten wollen, dann sagen wir es auch einfach. Genau, dann werden wir auch sagen, also pass auf, hör mal, das, da möchte ich jetzt nicht drauf antworten oder so, ne? Ihr könnt uns heute ist, ich denke mal, dass wir auf jeden Fall nochmal einen Boxenstopp live machen werden. Das auf jeden Fall, denn da werden wir den lieben Banane auch mit einspannen und dann dürft ihr gerne auch nochmal den Banane ausfragen. Den dürft ihr da ganze 20 Minuten alles fragen und bitte, wenn ihr ihn ausquetscht, stellt ihn die blödesten Fragen überhaupt. Ich gebe euch einen Tipp, Wachs, Heißwachs und Kaltwachs. Da könnt ihr die Banane ausquetschen. Es hängt die App und hackt das iPad ab. Oh, das ist schlecht. Das ist schwer, wenn man kann, fällt nichts ein. Wie wär's denn mit einem Fragestellen-Generator? Hast du die Need for Speed Beta? Nee, hab ich nicht. Hab ich nicht. Kam ich nicht zu, hab ich nicht gespielt. Da musst du dich an den lieben Konsumer wenden. Der hat sie gespielt. Wo bist du denn? Nee. Ich musste gerade einen Laptop ans Akku hängen. Ach so. Ich fahr mal so Halbgas, 100. Also die Halbgas. Hallo P-Punkt hat leider keine Currywurst-Pizza, dann mag ich auch keine Pizza essen. Currywurst-Pizza. Ja, das sind Geschmacksverirrungen manchmal. Ja, gut, du immer mit deiner Soße Hollandaise auf der Pizza. Weil das ist nicht so schlimm. Aber Pommes-Pizza ist schlimm. Spinat-Pizza ist schon schlimm. Und das geht eigentlich noch. Frage an Banane, magst du Äpfel? Ja, die könnt ihr ihm ja dann nächste Mal stellen, wenn wir einen Live-Boxen-Stop machen. Was fahrt ihr für Autos? Nein, das ist eine gute Frage. Also ich fahre ein... nicht, wir reden nicht vom Spiel. Ach so. Also ich fahre gar kein Auto. Der war gut. Was fahren wir für Autos, Mini? Wir sollen ernste Fragen stellen. Ja, natürlich. Oh Gott, da hätte ich aber gerne mal den Mini gesehen. Pommespizza. Also ich fahre einen Hyundai Elantra. Der geht aber eventuell noch diesen Monat weg. Und da kommt ein anderer. Gesundheit. Ja. Und ihr? Was fahrt ihr für Autos? Ich momentan keins. Ja. Da bin ich der Einzige, der ein Auto hat. Ich glaube, mich hat man gar nicht verstanden, aber ich sag's nochmal, ich fahr kein Auto, aber hat auch Grund. Ich sag mal so, ich noch nicht, aber bald, Hähnchen fährt. Auto ist da. Und wenn alles gut läuft, habe ich bald ein Audi A4 Kombi. 20 Jahre alt, wohlgemerkt. Und was kommt dann, Flexi? Ich werde auf jeden Fall, werde ich mir irgendwas Kleines holen. Raptor. Nein, Raptor. Also entweder wird es eventuell ein Kombi oder es wird ein kleiner Viertürer. Also irgendwas so flitziges. Ja, vielleicht so ein VW Golf 4 oder sowas. Oder vielleicht... Die ging gut ab. Ja, also ein Golf 4 oder halt... keine Ahnung. Irgendwie ein Kombi. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall muss ich erstmal, wie gesagt, mein Wagen geht im nächsten Monat eventuell dann weg. Den verkaufe ich ja dann. Und toi toi toi. Na? Bis dahin muss er noch halten. Aber auch ein A4, schreibt Thomas. Ich glaube, Mage Lyrics hat sich auch einen A4 Avant gekauft. Ja. Also ich. Mein Traumauto ist halt immer noch der A6 Avant, beziehungsweise die S6 Fassung davon. Den kann ich mir nicht leisten in der Anschaffung und auch nicht im Unterhalt, weil der kostet ein Schweinegeld in der Versicherung. Mhm. Da habe ich ja auch die Fachfrau hier sitzen, die sagt mir, was für ein Auto ich kaufen darf und welches nicht. Versicherung so finanztechnisch her. Mhm. Weil Nienchen ist ja Kauffrau für Versicherung und Finanzen. Und da wird schon gesagt, nee. Ich sag, ich will einen T5 Bulli haben. Nee, das sind 7000 jährliche Versicherung. Lexian hat einen Fiesta. Okay. Das ist auch niedlich, schön Konsumer.
Ich bin überlegen, ob ich eventuell vielleicht auch einen Fokus mir hole. Eventuell. Ja, Ford Focus RS. Auch. Ja. Also ich muss sagen, zum Ford Focus, der neue ist richtig schön geworden. Mhm. Meine Mutter hatte den jetzt als Mietwagen gehabt, als er nach Österreich gefahren ist. Ich mit meinen fast 1,90 und 120 Kilo habe irrsinnig Platzprobleme da drin. Mhm. Auch wenn der Sitz ganz nach hinten ist, sind meine Beine ziemlich abgeknickt und drücken als Beifahrer gegen das Handschuhfach. Ja. Und sehr eingequetscht mit den Beinen. Aber es sieht halt geil aus dabei. Es sieht wirklich von vorne gelungene Schnauze. Mhm. Das Heck, sie haben endlich oben an den Seiten die hässlichen Rücklichter weggemacht. Mhm. Er sieht richtig gut aus. Ist auch spitzig. Der geht ab wie eine Rakete. Das war die kleine Maschine, die er drin hat. Spitzen Auto. Ich passe es rein. Es ist, ich hatte ja vor dem Hyundai Elantra, den ich jetzt habe, hatte ich ja vorher einen Hyundai Tucson gehabt. Den muss ich aber leider Gottes Namen abgeben, weil er für mich alleine von Unterhalt war, der einfach zu teuer. Und ich hatte ja schon so ein bisschen im Internet geguckt nach Autos und so, weil ich ja mich schon ein bisschen umgesehen hatte. Habe ich dann einfach mal auf doof geguckt und habe gesehen, es gibt einen neuen Hyundai Tucson. Da ist mir ja die Kinnlade runtergefallen. Meinen Hyundai Tucson habe ich ja nur mit Weinen abgegeben, den ich hatte. Und wie heißt der bitte noch? Hyundai Tucson. Oder Tucson, genau. Und den hatte ich damals in Schwarz. Das war so ein SUV, war das gewesen. Und den gibt's jetzt als neues Modell, der Hyundai Tucson. Und da habe ich einfach mal geguckt, also in der Classic-Version mit schon vielen Sachen drin. Also die erste Version fängt da an bei 22.000. So wie meiner damals auch. Ja, also da fing meiner auch an. Mini finde ich ganz toll. Ja. Aber das ist eher so ein Stadtauto, finde ich. Obwohl, was ich mir jetzt auch angeguckt habe, das war der neue Skoda Superb. Mhm. Und boah, das ist ja ein Schiff, ne? Der macht den Audi A6, beziehungsweise schon den Audi A8, richtig Konkurrenz, auch in Ausstattung her, und der kostet einen Bruchteil vom Audi. Der kostet voll ausgestattet, habe ich ihn gesehen, für 45.000 Euro. Aber mit allem Pipapo. Und da kannst du ehrlich gesagt, für das, was du da bekommst, nicht meckern. Ja. Mit einem Hyundai ist mein Männe auf der IA gefahren durchs Gelände. Cool. Also mitgefahren. Mhm. Oh, die IA ist ja jetzt bald wieder. Mhm. Oder ist die jetzt schon? Nee, war die nicht schon die internationale Autoausstellung? Oder Automobilausstellung? Ach, die war doch, glaube ich, schon, ne? Schon wieder? Also, wenn ich mir ein Zweitauto raussuchen könnte, bitte, dann wäre es entweder ein Mini oder ein BMW M3 E30. Ja, diese kleinen BMWs sind auch sehr schick. Und oder hier zum Beispiel von Audi, auch die kleinen Audis. Ist von 1982 oder 1985 bis 1992 gebaut. Die AA war alt, BMW. Die AA war schon, ja. Ja, sie war schon, ja. Das ist das Problem. Ich wohne zwar in der Nähe von Frankfurt, ich habe aber keine Ahnung, wann die IAA ist. Motorshow ist jetzt wieder im Dezember bei uns in Essen. Da will ich unbedingt mal wieder hin. Geht es bei euch nicht so ein Veranstaltungsführer? Tankstelle so? Veranstaltungsführer? Ja, aber dann in jeder Stadt. Es gibt sogar in Chemnitz. Vegas! Oh. Vegas! Wir hatten auch mal. Wir haben ja, was wir momentan fahren, ein Opel Astra G, Baujahr 98. Das ist schon ein etwas älteres Auto, hat seine Macken. Und der stand mal in der Werkstatt und da haben wir den neuen Opel Astra als Kombi, als Mietwagen bekommen. Flexi? Mhm. Opel Astra denkt man ja immer, ein kleines, billiges Auto von Opel. Mhm. Das Ding hat alles gehabt, also Lenkradheizung, Sitzheizung, USB-Anschluss, Klinkenanschluss, Bluetooth. Mhm. Oh, oh. Also alles, was man so gebraucht. Ui, der Dampflok! Das denkt man aber von Opel generell, Juhu, dass die halt nicht so toll sind. Aber ich sag mal, Auto ist Auto für mich. Und ich muss sagen, als wir den Opel Probe gefahren haben, das war auch jetzt vor einem Jahr, genau vor einem Jahr, wo wir den hatten. Mhm. Ey, das Ding, du bist nicht dort reingesetzt, du hast dich dort so wohl gefühlt. Der war so geil. Ja. Der lag ein Brett auf der Autobahn. Den wollten wir gar nicht mehr weggehen, und da haben die von Opel gesagt, ja, so wie er da steht als Neuwagen, 18.000 Euro. Mhm. Da kannst du ehrlich gesagt, Neuwagen, kannst du nicht meckern. Nein, nein, nein.
Auf keinen Fall. Plus Mobilitätsgarantie, plus 5 Jahre Garantie auf Verschleißteile. Ja. Einfach eine Ausstattung. Mal, bitte? Einfache Ausstattung aber. Ja, ja, klar, sicher. Nein. Gut, hat Navi drin gehabt? Ja, gut, das haben sie aber mittlerweile jetzt alle. Also Navi, Freisprecheinrichtung ja, und sowas alles. Adaptives Kurvenlicht, Xenonlicht, Rückfahrsensor. Was ist mit Klima? Klima, ja, Klimatronik hat er gehabt. Hm. Regensensor, Lichtsensor. Halt auch Bluetooth, USB und das Ganze. Mhm. Gut, das Einzige, was halt extra war, waren die beheizten Außenspiegel. Ja, gut. Und beheizte Lenkrad. Aber der hatte zum Beispiel das schon gehabt, der hat eine Standheizung gehabt. Ja. Serienmäßig. Also er konnte da eine zusätzliche Fernbedienung. Das heißt, im Winter hast du die Standheizung angemacht. Mhm. Von zu Hause aus. Der neue Astra oder was? Ja, der neue Astra Kombi. Da hast du die Standheizung von oben aus angemacht, der Wagen hat sich innen drin aufgewärmt. Du musstest die Scheibe nicht mehr kratzen. Das fand ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Opel hat sich ja in letzter Zeit gemacht. Auch der Insignia B-Turbo mit einem Allradgetriebe. Oh, ich liebe Insignia. Geil aus, der sieht. Egal was aus. Es für ein Schlachtschiff ist das. Die Auto ist, für eine Ausstattung ist, ich liebe Insignia, das ist das beste Auto, was sie je gebaut haben, das ist ja, wirklich so. Ja, ja. Insignia kommt serienmäßig mit Massagesitzen. Das ist echt ein Schiff, der Insignia. Das ist echt so ein Schlachtschiff, also ich habe da auch mal einmal drin gesessen, bin mal mitgefahren. Also ich habe mal angeguckt, da haben die den irgendwo auseinander gebaut, also den Motor auch, nach 100.000 Kilometern immer noch top. Mhm. Ja, nichts verrostet gewesen, nichts. Also wenn man guckt, auch die neuen Autos, die kommen, welche mir ja auch sehr gut gefällt, ist der VW Phaeton. Mhm. Also ja, ich bin Freund von Limousinen und Kombi. Also ich brauche nicht so einen Sportwagen oder so, wo ich mit dem Arsch am Boden klebe. Ich brauche ein Auto, wo ich mit der Familie sicher fahren kann, womit ich einkaufen fahren kann. Womit ich auch mal längere Strecken fahren kann. Das Auto kann man sich als Zweitauto dann nutzen. Ja. Solche Sportautos oder solche Sachen. Ja, gut, aber in primärer Sicht, klar, ich würde mir auch gerne Audi R8 holen oder einen Porsche. Klar, wer will es nicht, ne? Das soll jeder haben. Wer will es nicht, aber ganz ehrlich, erstens kannst du dir den als Normalverdienender nicht mehr leisten. Nein. Unterhalt, nein. Allein Versicherung und Steuer aber für das Ding. Kaufen kann sich den ja hier, aber halten. Ein Traumauto ist für mich kein Lamborghini oder sonst irgendwas. Ja, mein Traumauto ist immer noch ein Opel Insignia. Immer noch. Wird es auch immer bleiben. Mhm. Sagen, wie ich mir nicht leisten kann. Ja, Traumauto ist schon, wie gesagt, jeder hat so sein eigenes. Ne? Ist so. Ne? Also, so. Wenn ich mir einen Sportwagen kaufen würde, dann müsste ich ziemlich tief in die Tasche greifen und ganz viel Glück haben, einen zu bekommen. Oh, jetzt die nächste Frage. Familie? Habt ihr schon Kinder? Wie alt seid ihr denn? Also mehrere Fragen in einem. Also Familie? Fragezeichen. Wer fängt an? Ich fange an. Familie? Nein. Ja, eigene Familie habe ich natürlich. Aber wenn damit meine Eltern gemeint sind, ja. Kinder? Ja, eins. Wie alt sind sie denn? Der ist 6. Alles beantwortet. Okay. Eigene ja, Familie, wie alt nein. Du auch bist. Ja, genau. Wie alt bist du denn, Sexy? Wie alt ich bin? Jetzt kommt's raus. 30? Verdammt. Ich bin schon alter Opa. So, jetzt gehen wir mal. Jetzt gehen wir die Alterswette nach. Als nächstes komm ich. Ja. Jetzt. Ich bin 28. Sprech gestern geworden. Sprech, mein Sohn. Alter, als erstes. Familie, ich habe mein Nienchen, ich habe 2 Katzen und ich habe meine P4-Familie. Kinder, naja, mein Nienchen ist manchmal ein Riesenbaby. So. Sind sie, ne? Ja. Alter, muss ich ja nicht erwähnen. Oder doch? Ist ja gut, ich sag's nochmal. Ich bin heute 26 geworden, auf Ratskeinen. Familie, nein. 26. Jedenfalls keine eigene. Ich komme vor wie 40. Ich komme vor wie 40. Ja. Unglaublich. Also, wenn ich von meinem gesundheitlichen her ausgehe, dann schon. Ah. Wow. Pff.
Was war das denn jetzt? Hey, ich gehöre ja bald in Flexis Altersklasse mit hinein. Ja, bald rutschst du hier in die 30er rein. Und da bist du 30 A, 30 B, 30 C. Aber wie das ja alt ist, ne? Ab 25 geht's bergab. Jawohl. Aber ich muss sagen, ich habe einen Arbeitskollegen, der wird nächstes Jahr 50. Oh je, was? Als er mich gefragt hat, wie alt ich ihn schätze, war er gesagt, ja, so 25, fast 30. Der sieht wirklich so verdammt jung aus. Ich sag, nee, er wird nächstes Jahr 50. Ah je, was ist denn Konsumer? Fragt Lexchen. Und herzlichen Glückwunsch so, nachträglich. Wichtig ist. Danke. Soll ich das wirklich erwähnen? Musst du wissen, ob du das der Öffentlichkeit preisgeben möchtest. Das ist, musst du wissen. Probleme hätte ich damit nicht, aber ich will ja hier Kinder in der Tasche liegen und dann sagen hier. Und Mitleid und so, weißt du. Mitleid-Crisis. Ach, Quatsch. Ich brauch keine Mitleid-Crisis. Kein Mitleid von uns. Ich brauch kein Mitleid. Mitleid-Crisis. So, ja, Augenoperation, eine hinter mir, die nächste kommt noch. Magenprobleme und ja, Diabetes muss ich ja nicht erwähnen. Ne? Ja, mit anderen Worten, einen Konsumer kann man ins Schlachthaus bringen. Ja, eigentlich schon. Also eigentlich kann man mich schon ins Schlachthaus bringen, wenn man uns darum geht. Musst du nicht, er gab's doch durch Freunde. So, und jetzt mit dem schönen Sprung. Aber es gibt Leute, es gibt Menschen, denen geht's sicherlich beschissener als sie mir. Definitiv. Ja, definitiv. Und das, ich finde mir mehr leid. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Es gibt wirklich Menschen, die es wirklich schlechter geht als wir. Und mit den schönen Schlussworten würde ich sagen, verabschieden wir uns von dieser Folge von Boxenstopp, die diesmal auch wieder ein bisschen Überlänge hat. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein, wenn es wieder heißt, ja, Let's Play The Crew Boxenstopp. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. So, sehr schön. Himmel, Konsumer ist eine laufende Baustelle. Ja, das stimmt. Ja, nee, keine laufende Baustelle. Konsumer ist Berlin-Brandenburg International. Auch. Der Flughafen. Bitte? Was? Du bist wieder Baby. Immer geht was schief. Ja. Immer geht was schief. Ja, im Moment läuft ja alles nach Plan. Wollen wir mal, dass es auch so bleibt. Ja, hoffen wir es mal. Na, wir immer, haben jetzt noch. Immer geht was schief. Klang Kasper, wie lange haben wir noch? Haben wir noch Zeit für eine Folge? Nein, leider nicht mehr. Es sind noch 10 Minuten. Es sind noch circa 10 Minuten und eine 10 Minuten Folge. Boxenstopp ist, glaube ich. Oh, ich glaube. Moment, warte mal. Ah, ich habe vergessen, auf Stopp zu drücken. Die Folge läuft noch. Ja, dann lass doch laufen. Aftershow-Folge. Ich hab schon auf Stopp gedrückt, dabei läuft die Folge immer noch weiter. Ja, jetzt habt ihr natürlich alles mitgekriegt. Ist scheißegal. Ist doch egal. Die Leute sollen doch was zu lachen haben. Ja, ich wollte eigentlich gerade mitteilen, dass ich Batman bin. Ich glaube, ich weiß warum, weil ich den Videotitel, glaube ich, geändert habe. Ich glaube deswegen. Ich glaube, deswegen hat er das jetzt verdammt scheiße. Jetzt muss ich mal eben schnell in den Ordner gucken. So, warte mal. Wo haben wir es denn? Das ist der liebe Flexi und die Technik. Ja, das ist immer so. Und der liebe René bestellt sich jetzt eine Pizza, während Flexi da an seiner Technik herumschraubt. Ja. Du bist ein Arsch. Ich hasse dich. Oh, ich möchte Mimi. Ich dein ein Mimi. Warte mal, wo ist denn das von 21.16 Uhr? Das kommt hin, ne? 21.16 Uhr, halbe Stunde. Müsste hinkommen, ne, oder? Bis jetzt. Oh, wo bestellen wir denn? Heute geschlossen. Oh, das hat zu viel zu. Ich glaube, das kommt hin. Aus dem Mimimi wird ein Hahaha. Hahaha. Mimimi. Hahaha. Mimimi. Hahaha. Mimimi. So, guck ich doch mal bei mir nach. Ich bin eigentlich schon satt, aber. Soll ich mir auch eine Partypizza bestellen? Das ist ein Pizzablechflexi. Mach doch. Nienchen erschlägt dich. Nienchens Blick sagt nein. Ach, Flexi, du Granate. Ja, so bin ich. Ja, mein Gott, ist ja der Wahnsinn. Heute live Boxenstopp-Folgen aufgenommen. Wir haben insgesamt, ich kann noch mal eben schauen, wir haben heute insgesamt. Hallo, bitte? Öffnest du dich mal? Oh,
Boah, ist ja, boah, voll, die voll die Supernova jetzt gerade hier. In meinem Gesicht. In meinem Gesicht in der Cam. Weil die Scheinwerfer gerade so leuchten. Wir haben insgesamt, glaube ich, drei Folgen, ne? Drei Folgen aufgenommen. Also das ist die dritte Folge jetzt hier, die immer noch läuft übrigens. Bonusmaterial quasi. Schneidest du dann raus und das ist das Bonusmaterial. Das bleibt einfach drin, die Folge bleibt so. Oh, was soll ich denn für eine Pizza nehmen? Was soll ich für eine Pizza nehmen? Ich weiß es nicht, ich kann ja nochmal eben, warte mal. Ist eigentlich total unhöflich. Normalerweise mache ich sowas nicht gerne, aber warte mal eben. Du backst jetzt nochmal von deiner Riesenpizza ab. Hier, Schnitzelpizza, gefüllt mit Schnitzelpilzen, Zwiebeln und Käse. Boah, geil! Was ist das denn für eine geile Pizza? Nee. Boah, dann das klingt schon wieder so eklig. Ich weiß nicht, wenn ich Schnitzel essen will, dann hau ich meinen Schlüssel in die Pfanne und dann will ich auf die Pizza haben. Komm mal her, du Scheiß. Scheiß Schnitzel? Scheiß Schnitzel. Abgesehen von den Pilzen hört sich das doch lecker an. Das ist voll geil, eine Schnitzelpizza. Würde ich gerne mal probieren. So. Nee, danke. Ja, der liebe Flexi, der hat sich heute ein Pizzablech bestellt. Wenn ich davon mal eben was abessen. Normalerweise finde ich das total unhöflich, im Stream zu essen und jemand was vorzukauen. Oh, hier, das ist eine Pizza für Flexi. Pizza mit Schinken, Artischocken, Rosenkohl, Ananas, milder Peperoni und Sardellen. Danke, Lexian. Wie er aus der Kamera geht und kaut. Ich finde das wahr. Allein dieses Wort mit R. Boah. Rosenkohl. Boah, hör auf. Er wirbt schon. Komm mir die Pizza gleich wieder hoch. Ich sehe es ja in der Kamera. Nein, ich glaube, ich nehme eine Pizza Sucuk. Sieben Bier sind auch ein Schnitzel. Das stimmt, Kaspar, das stimmt. So. Ich habe übrigens, achso, falls ihr euch fragt, was hier auf der Pizza drauf ist, da sind Zwiebeln drauf, Thunfisch, Schinken und Soße Hollandaise. Aber voll lecker. Das habe ich doch vor längst in der 1000 erzählt. Was ist denn jetzt? Wieso wirkt denn da immer noch? Nee, Lexi schreibt Rosenkohl. Danke, Lexi. Das können wir noch auf einer Sucuk noch draufpacken. Scheiße, ihr seid so gemein zu Lexi, zu Sascha. Muss ich ihn heute mal echt in Schutz nehmen, der arme Kerl. Hallo Affenkaiser. Bitte nehmt dieses Wort niemals in den Mund. Ey. Ja, vor allem nicht auf den Teller. Ja. Bitte? Oh ja. Mann. Wo wolltest du denn bestellen? Domenico? Okay, dann gehen wir Domenico. Domenico, oh, mal schnell, dass das raus aus dem Bild kommt hier, ey. Das ist ja. Ich gucke. Damit das schnell aus dem Bild kommt, damit ich das nicht mehr sehen muss. Hallo? Partypizza, hier, hör mal, Flexi. Riesen Partypizza mit einem Durchmesser von 60 cm. Cool. So. Aber jetzt. Das letzte Pizzastück. Was heißt letzte? Von dem kleinen Stück. Ganz ehrlich, wenn du das Riesending heute komplett aufgefuttert hast. Kriechen. Ja, du kriegst es hin. So. Nein. Abputzen? Kotzt da, glaube ich, vorher. Nein. Ich glaube nicht. Ja, hat aber auch noch was davon. So, was wollte ich gesagt haben? Ja. Das soll es dann auch gewesen sein. Wir verabschieden uns für jetzt. So empfindlich auf das Gemüse? Ja, sehr empfindlich auf dieses Gemüse. Sehen wir uns in einer weiteren Folge Boxenstopp hier auf YouTube wieder. Für dich auf YouTube ist jetzt erstmal Pause. Wir verabschieden uns. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.